Am 9. Juni 1951 überflogen zwei Flugzeuge den Ort Kummersdorf-Gut. Gegen 7.10 Uhr klingte eines der Flugzeuge eine Bombe aus. Diese schlug auf der Straße Schulze-Straße ein und zerstörte ein Zweifamilienhaus. Zwei weitere wurden schwer beschädigt. Ein 16-jähriger Junge wurde getötet, fünf weitere Personen durch Splittereinwirkung verletzt. Was war geschehen? Seit dem Ende des Krieges wurde die naheliegende Schießbahn Ost des Versuchsplatzes Kummersdorf nicht weiter genutzt. Jedenfalls nicht für den eigentlichen Zweck als Test- und Erprobungsschießbahn. Allerdings wurde sie durch die sowjetische Besatzungstruppen unter anderem als Bombodrom genutzt. Und zwar an dieser Stelle. Ganz in der Nähe sind übrigens die Überreste des Vereinigten Panzer- und Gewölbeziels. Da gibt es ja schon ein Video von mir. Das Bombodrom, also keine Ahnung, ob das zum damaligen Zeitpunkt auch schon so genannt wurde, ist hier mit einem Kreis- und Fadenkreuz markiert. Und wie ihr auf diesem Luftbild von 1953 sehen könnt, wurde der Bereich um den Kreis fleißig genutzt. Dort wurde ein Zieldorf aus Holz aufgebaut. Wegen der schwarzen Farbe der Häuser, Voltaire, wurde das Zieldorf im Volksmund auch Negerdorf genannt. Die Zielmarkierung ist übrigens kein Beton oder ähnliches. Es wurde dort vielmehr eine spezielle, andersfarbige Grassorte ausgesät, welche bis zu 1,50 Meter hoch wächst. Durch einen Munitionsbergungsdienst wurde nach dem Abzug der russischen Truppen der Bereich beräumt. Dabei wurden ungewöhnlich viele Blindgänger festgestellt. Bei der Untersuchung fand man heraus, dass dort deutsche Weltkriegsbomben mit einem russischen Zünder versehen abgeworfen wurden. Im Gegensatz zu den deutschen elektrischen Zündern nahmen die Sowjets hier einfache Aufschlagzünder, welche ganz offensichtlich nicht so gut mit den deutschen Bomben funktionierten. Naja, wen wundert's? Glücklicherweise ist das ganze Gebiet mittlerweile beräumt. Laut Zeitzeugen sollen die Flugzeuge vom Flughafen Brand gekommen sein, also da, wo sich heute das Tropical Island befindet oder wo man sich dort vergnügen kann. Und nach meiner Recherche kann das aber nicht so sein, da Brand zu dem Zeitpunkt noch in der Erweiterung war. Es gab zwar schon einen Wehrmachtsflugplatz, aber der war relativ klein und die Start- und Landebahn wurde gerade verlängert, war aber noch nicht fertig. Also von dort konnten einfach zu diesem Zeitpunkt im Juni 51 noch keine Flugzeuge starten. Möglicherweise kam die Bomber, wahrscheinlich IL-28, also ein mittlerer Bomber, vom Flughafen Finsterwalde oder auch von Brandis. Das ist nicht weiter bekannt und der Bericht des Einsatzstabes der Landesbehörde der Volkspolizei Brandenburg, welcher mir als Quelle vorliegt, lässt sich darüber nicht weiter aus. Ganz offensichtlich verwechselte wenigstens einer der Piloten die Wohnsiedlung Kummersdorf-Gut mit dem eigentlichen Zieldorf und klinkte seine Bombe aus, mit den bereits geschilderten Folgen. In der näheren Umgebung gab es weiter diverse Dachschäden, ca. 250 Fensterscheiben wurden zertrümmert und der entstandene Schaden wurde auf etwa 80.000 bis 90.000 D-Mark geschätzt. Und nur als Hinweis, zu diesem Zeitpunkt, also 1951, hieß die DDR-Währung ebenfalls noch D-Mark und es gab noch die einzelnen Länder. Die Unterteilung in Bezirke wurde erst 1952 eingeführt. Der Unfallort wurde nach Angaben des genannten Polizeiberichtes von der Kommandantur Wünsdorf und der sowjetischen Kontrollkommission abgesperrt. Die Ermittlung führte ebenfalls die SKK, die sowjetische Kontrollkommission. Die DDR-Behörden hatten da im wahrsten Sinne des Wortes nicht viel zu melden. Selbstverständlich wurde der Vorfall in der DDR geheim gehalten. Selbst der Ministerpräsident des Landes Brandenburg wurde darüber nicht informiert. Immerhin entschuldigte sich die Landespolizeibehörde zwei Tage später dafür
und versprach, solche Versäumnisse in Zukunft zu vermeiden. Ja, das war's mit diesem Video. Mal eine etwas andere Sicht auf den alten Schießplatz und seine Umgebung. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, abonnieren, liken und so weiter. Ihr könnt uns auch ein Bier oder Kaffee spendieren, Link in der Beschreibung. Und an dieser Stelle einen herzlichen Dank an alle, die uns bereits auf diesem Weg unterstützt haben. Bei Fragen oder Themenvorschlägen nutzt einfach die Kommentarfunktion. Ansonsten gehabt euch wohl. Tschüss, Helge.